Servus zu einer neuen Folge aus der Sudküche. Das ist jetzt die erste für 2019. Hoffe, ihr habt all gut gefeiert. Ich bin am Gattet wieder dabei. Oh. Endlose Arbeit. Da sieht man es schon ein bisschen. Alles starbisch. Und zwar habe ich den ganzen Radienbau komplett blank gemacht. Verschweißt komplett, fix und fertig. Verschliff. Muss jetzt nur noch gespachtelt werden. Und sobald das Eck hier komplett fertig ist, mache ich hier hin, wo das Steuergerät, der Zentralstecker war, wird rausgeschnitten, kommt komplettes neues Blech drin. Und dort noch, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, hier unten am Eck, wo der Auspuff war, wo ich jetzt das Ringgedengel dann für die Krümmer. Das tue ich dann auch noch ein bisschen schneller mache und dann sollte eigentlich nichts mehr im Weg stehen, den Motorraum fertig mache zum Lackieren. Ich hoffe, dass ich jetzt mit dem so weit komme, dass ich sagen kann, bis hier vorne, Batteriekaste, alles, ne? Dom, da hinten, der komplette Radienbau bis da her ist fertig. Allerdings muss ich nochmal dran gehen, habe ich ganz vergessen, und zwar da unten, unterm Gaspedal. Ja, genau. Das, Moment, das Loch ist für die Bremskupplung. Da hockt dann die Lenkung. Und hier oben das kleine Loch ist, wo das Gaspedal rauskommt. Und zwischen den zwei großen hier und dem Gaspedal will ich noch das Loch machen. Also ein Loch für die Tülle vom Anlasserkabelbaum. Damit ich dann direkt ins Auto gehen lasse kann. Mein Ziel ist es nämlich später aus, wenn das jetzt fertig ist, original GSI-Kabelbaum vom Armaturbrett mit Armaturbrett wieder inzubauen. Habe ich schon die ganze Zeit Leier, wollte ich nie irgendwie ändern oder so. Es eiert mich schon, dass ich jetzt das Stecker vom Digital-Taro ändern muss, weil ich ja V6-Taro später fahre bis 260. Ja, bis 260. Aber da bin ich mit dem Andreas am Tüftle für Adapter zu machen, dass man dann nur hinstecke und dass man da nichts ändern muss. Ja, ja, das ist mein Ziel, da ich den Kabelbaum original habe und nicht umgebaut. Und ja, ich fange jetzt auch die Tülle darin zu machen, also das Loch für die Tülle. Und dort noch wird dann das Eck gespachtelt und geschliffen, bis es fertig ist. Und dann gehe ich ins Weiter. Weil wie das so schön ist, wenn man zu viel dann hat und dann weiß, man muss die ganze Ecke spachteln und dann verliert man ganz schnell die Lust. Mir ist schon öfters passiert. Deswegen mache ich jetzt erst das Eck fertig mit der Bremse nach alles. Muss ja auch noch die Halter bauen für die Bremsdruckminderer und so weiter. Aber wenn das mal fertig ist, da hinten das Eck und dann ist viel gemacht. Hier ist das Loch für die Tülle, für den Kabelbaum. Mit Rand. Ist nicht innen geschweißt, habe ich in das Blech drin gemacht und da habe ich extra das Werkzeug dafür. Habe jetzt hier die Unebenheiten vom Schweiße bis hier Spachtel drüber, hier komplett drüber. Ja, da, ein bisschen zurückgehen, so. Und dann mal hier, wo die Leitung drin kommt, von der Bremsleitung, habe ich ein bisschen innen gedengelt, das muss ich noch ein bisschen feiner machen. Sonst muss ich auch ein bisschen Spachtel in die Wellerin machen. Hier habe ich schon mal nochmal neu drumherum gespachtelt. Das bisschen. Und hier sind meine Halter für die Servoleitung. Hier habe ich die Masse dran. Und jo, das war ich die Woche schon gespachtelt hat hier. Habe ich schon mal angefangen zu schleifen. Und ich denke, morgen geht es weiter. Dann wird das, was ich heute gespachtelt habe, geschliffen, kommt zwar die Lage Spachtel drauf, damit es funktioniert. Jo. Was ich noch machen will, ist das Stück hier, eine Batterie rausschneide, neues Stück insetze, vielleicht auch direkt hier der Knubbel, wo hier ist, ein bisschen glatter mache oder so, ich weiß nicht, muss ich mal gucken. Dann hier hinten das Loch muss ich rausschneide. Da habe ich jetzt einfach das mit der Blech hier rausgeschnitten, mit der Flex, wo der Zentralstecker war. Und wie gesagt, auf der Kante werde ich dann wahrscheinlich rausschneide, bis hier hoch, darüber, da runter, in gerades Blech insetze. Und jo, bei der Gelegenheit jetzt habe ich auch mal hier
weiter ingedengelt, das Blech. Für den Einarmwischer, weil das war immer Kampf, den in- und auszubauen. Ja. So. Also ja. Das Eck hier unten. Ich habe ein bisschen schöner gedengelt. Ich denke, ich wäre hier. Hier läuft es ja so gerade hier rüber. Das habe ich ingedengelt. Das ist jetzt ein bisschen glatt für die Fächerkrümmer. Und ich denke, von innen wäre ich ungefähr da im Radius. Das da kommt ja weg. Wird zugemacht. Pluspol kommt auf die andere Seite. Und denke ich, werde ich das so weit rausdengeln, dass das auch schöner Verlauf gibt, weil die Bremsleitung muss ja dann hier unten drunter, genau unter der Kante, dann hier rüber, hier und dann hier oben drauf, da rum, durch die Kamera gucke und dann mit dem Finger zeige, ist schwierig, und dann hier das Loch raus. So, das war's jetzt von heute. Hanna, ich eben mal kurz gezeigt, wie weit ich bin. Ja, ich gehe ja jetzt nicht her und lege viel Wert darauf, dass der Motorraum komplett glatt geschliffen ist, dass alles, wo geschwäst, wo ist, komplett glatt ist, N Form hat, so wie es vorher war, beziehungsweise wie es vorher wollt. Nee, man darf ruhig sehen, was geändert wo ist, oder dass die Bleche geschwäst wo sind. Also, wie soll ich das erklären? Die Dom zum Beispiel, die ist durchgeschwäst, hat man gesehen, und da habe ich dann den Übergang glatt geschliffen. Mache ich nicht. Da tue ich nur die Schweißnadel ein bisschen schön glatt machen, dass sie gut aussieht. Das darf man ruhig sehen. Die Leute, wo das Auto kennen, die wissen, dass ich nur so mit dem Motorraum alles komplett seit 2009 fahre. 2009, 10 rum ungefähr. Habe ich immer vorne kaputt gefahren beim Driften, wo der ganze Vorderbau ab der Dom noch vorne krumm war. Und habe nie Probleme damit gehabt. Ja, wie gesagt, das habe ich jetzt vor. Mal hier weitermache, gucke, dass ich hier die Fahrerseite komplett fertig kriege. Muss noch, wie gesagt, obwohl die Batterie war, das Blech ohne, was man ohne sieht. So, oh. Scheiß Finger. Das werde ich rausschneiden, weil ein neues Rennen mache. Und dort muss die Halterung hier für die Zündspule. Bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall muss dort Halter hier für den Sicherungsblock. Der muss dort hier. Also zwei Gewindehülse. Und die Zündspule, denke ich, setze ich an den Motor dran. Dass die am Motor dran ist, habe ich es einfach. Habe ich es einfacher später, wenn ich auf Verteilerloszündung baue, dann muss ich nicht nochmal irgendwas rummachen, sondern kann die einfach am Motor wegmachen. Ja, das wird es einfacher sein. Und wie gesagt, das habe ich mal hier vor. Ich hoffe, es hat euch bis dahin gefallen. Sieht jetzt alles ein bisschen wiecht aus, aber da muss man durch. Jo, wenn es euch gefallen hat, abonniere, teile und like nicht vergesse. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.